Moin Leute, was geht? Also direkt jetzt am Start, direkt neue Battle Pass Season. Season 6 haben wir jetzt insgesamt. Sechste Season Warzone, die ich jetzt mitzocke. Will euch direkt auch ein neues Video machen dazu, dass ihr mal wisst auch schon, was wir am Start haben, auch im Battle Pass. Eben gerade gestartet, bin erst seit, wo steht die Uhrzeit? Seit 5 oder 10 Minuten bin ich online. Ich will euch gerade einmal kurz den Battle Pass zeigen, was es alles Neues gibt, ob es denn sich überhaupt lohnt, meinerseits aus. Ich denke mir, ich hole mir den für 10 Euro auf jeden Fall, für die 1000 Points. Aber das mit den, den großen Pass hole ich mir auf jeden Fall nicht, dass du die ersten Stufensprünge hast, finde ich unnötig. Hier sehen wir schon mal, es gibt neue Skins. Und zwar ein Panda-Bär-Skin. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Muss man halt natürlich wissen, Hitbox ist halt ziemlich groß bei den Jungs, ja. Aber ansonsten sehen sie ganz cool aus. Hier gibt es einmal einen Mason-Skin, einen Adler-Skin, einen neuen. Ein paar Sticker, ein paar Rewards, das ist halt wie immer. Okay, der Titel ist ganz cool. Ansonsten schaue ich auch auf jeden Fall, ob wir irgendwie eine neue Waffe haben oder sowas. Blueprint von der Milano haben wir da. Dann haben wir Port Nova Skin. Okay. Hier ist eine neue Waffe. Das ist die 410 Ironhide. Sieht mir nach einem Unterhebelrepetierer aus. Ist wahrscheinlich One-Shot-Kill-Range. Okay. Okay, cool. High Damage at Close Range with an Improved Fire Rate. Wollen wir mal gespannt sein. Mal gucken, ob die gut ist. Wird direkt mal ausgetestet und später, wenn man sie hat. Ansonsten haben wir hier noch Blueprint für eine Hauer. Sim-Skin, Admiral, ziemlich geil. Der Waffenskin sieht ziemlich nice aus, muss ich sagen. XM4-Skin. Oha, der sieht ja geil aus. Das sieht ja geil aus. Okay, das ist schon nice. So ein Friedhof mäßig gemacht. Nicht schlecht. Also ich habe jetzt schon aus mehreren Quellen gehört, dass es jetzt wahrscheinlich wieder so ein Halloween-Special geben wird zum Ende des Monats. Und da wird es dann höchstwahrscheinlich auch einen Ghostface-Skin geben, den werde ich mir sofort gönnen. Den feiere ich jetzt schon. Wird so geil. Hier haben wir bei Level 30 haben wir die Graf. Ich denke mal, das wird eine neue Meta werden. Ein bisschen vom Aufbau sieht die ganz dezent aus wie die Fahrer. Ja, Fahrer sieht so ein bisschen aus. Mal gucken, ob sie auch so ist oder vom spielbar ist. Ich denke mal, die werden sie direkt mal ein bisschen buffen, damit die auch genutzt wird von den Leuten. Gehe ich ganz stark von aus. Okay, die Uhr mit dem Rangabzeichen ist auch ganz cool. DMR ist auch eine sehr coole Blueprint. Auch ziemlich nice aus. Sieht man schon, das ist eher mehr so auf Teufel gemacht, jetzt wegen Halloween auch wahrscheinlich. Ja, sieht man jetzt schon. Das AK-47. Cooler Skin. Moin Leute, was geht? Wie geht's euch? Der Skin von Woods ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. So ein Joker-Face drauf, auch ziemlich cool. Ein Stoner-Skin. So ein Puppentheater gemacht. Karneval, nice. Ansonsten, was haben wir noch? Titel. Der Skin ist ziemlich geil, der Back-Skin. Hat man vorher auch in der Vorschau gesehen. Ansonsten gucken wir mal weiter. MP5-Skin. Auch Karneval-Skin, auch ziemlich geil. Maske sieht geil aus. Hier eine QBZ. Ist das doch, glaube ich. QBZ müsste es sein. Nee, Quatsch, das ist eine EM2. Okay, Poseidon. Krass. Krass. Schon cool gemacht mit dem Gold dabei. Nicht schlecht, muss ich sagen. Dann gehen wir weiter. Ah, endlich mit meinem Bullfrog-Skin neuer. Sehr nice. Baker Skin mit Gasmaske sieht auch ziemlich cool aus. Der sieht nice aus. Hitbox geht gar nicht so schlimm, wie ich mir gedacht hatte bei dem Skin vielleicht, aber machbar. Auf jeden Fall machbar. So, dann haben wir hier nochmal Mixtape. QBZ. Doch, QBZ. Großer, sorry Leute, das war eine Großer. Auch so ein abgefackelter Skin, auch ziemlich cool aus.
M16, können wir wieder drauf schließen, dass es vielleicht wieder besser gemacht wird, die Waffe. Dass sie zum mehr Spielen animiert wird. AK-74U. Straßenfeger natürlich wieder dabei, deshalb wird die auch wieder wahrscheinlich gebufft. Gar keinen Bock drauf. Step Counter dabei, auch sehr, sehr cooles Gadget. Und dann haben wir am Ende, haben wir dann hinten raus Art Deco. Das ist für die Waffe. Moment, sehen wir gleich. Ah, das ist sogar für die Graf dann direkt am Ende. Art Deco, sieht cool aus, kann man machen. Schöner Skin auf jeden Fall, aber ja. Mit DM Ultra sieht es halt coolst aus, ne? Ja, genau, das war der Battle Pass. Hier geht zum Ende nochmal ein Mason Skin. Das ist anscheinend. Ist der Mason neu? Alter, wie der leuchtet, ist ja krass. Aurora. Genau, das ist unser Battle Pass soweit. Und auf jeden Fall habt ihr euch den schon mal jetzt vorgestellt bekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken, viel Spaß in der neuen Season. Bis später. Denkt dran, meinem Kanal zu folgen, Kanal abonnieren und auch gerne mal ein Like auf dem Video lassen. Macht's gut, Leute.